Hurra, Donald Trump ist wieder da und mit einem Bluff schafft er es, die Aktienmärkte und den Ölpreis vor allem heute nach oben zu ziehen. Aber es ist eben ein Bluff. Er hat folgenden Tweet abgesetzt, den ich Ihnen hier mal zeigen will. Ich habe gerade gesprochen mit meinem Freund MBS, Mohammed bin Salman, und dem Kronprinz von Saudi-Arabien. Der wiederum hat mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Und ich erwarte und hoffe, dass beide sich einigen werden auf eine Produktionskürzung von mindestens 10 Millionen Barrel pro Tag, um den Ölpreis zu stabilisieren. Das Gleiche oder sogar ausgeweitet hat der US-Präsident dann nochmal bei CNBC gesagt. Das Problemchen an dieser ganzen Geschichte ist, sie stimmt nicht, sie ist fake, sie ist Fake News. Denn die Russen haben dann gleich gesagt, nee, Putin hat nicht mit Mohammed bin Salman gesprochen. Also es gab keine Gespräche zwischen den Russen und den Saudis. Genau das hat aber Donald Trump behauptet. Und das Grundproblem an dieser ganzen Geschichte ist doch, die Russen haben einen ziemlich soliden Haushalt mit sehr, sehr geringer Verschuldung in Relation zum BIP, während die Saudis eine ganze Bevölkerung alimentieren müssen und auf hohe Ölpreise wirklich angewiesen sind, um diese Bevölkerung, die nicht zur Arbeit geradezu erzogen ist, die einheimische Bevölkerung nämlich, irgendwie durchzualimentieren. Während die Russen Zeit haben und wissen, dass die Saudis bald quietschen, dazu kommt, dass Putin natürlich strategisch viel, viel geschickter und erfahrener ist als sein saudisches Gegenüber Mohammed bin Salman, der sehr aufbrausend ist, der Fehler begeht, wie hier mit der Ermordung von Khashoggi etc. Also das ist für mich eine ganz klare Geschichte. Die Russen haben Zeit, die Russen gucken sich das an. Die Russen lassen sich bitten, die Saudis quietschen. Die haben jetzt aufgerufen, eine Sondersitzung der OPEC mit allen anderen hier zu veranstalten, um die Kuh vom Eis zu kriegen. Aber ich denke, die Russen werden sich da schon sehr lange bitten lassen und das wird sich dann auch bald wieder niederschlagen. Das war so ein bisschen ein Retter, denn die Dinge waren nicht gerade günstig. Wir hatten heute die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. 6,648 Millionen haben sich gemeldet als arbeitslos in der letzten Woche. Die Schätzungen gingen von 3,5 bis 6,5. Wir sind also sogar über der höchsten Schätzung, die überhaupt der Fall war. Und das ist die ökonomische Realität. Die ökonomische Realität ist auch, dass wir nach Berechnungen hier von Makrobond und Nordea wohl im Mai schon bei einer Arbeitslosenquote von knapp unter 10% in den USA sein werden. Und dass wir dann im Juni wohl schon bei 12,7% sein werden. Also das ist die ökonomische Realität. Die Frage ist, wie lange kann ein Bluff, der jetzt die Aktienmärkte nach oben zieht, weil die Ölpreise steigen. Wenn die Ölpreise steigen, dann atmen viele auf, weil sie sagen, da sind so viele verschuldete Firmen aus dem Energiesektor. Wenn der Preis steigt, dann ist das gut für die, dann hilft das denen. Deswegen dann auch die Aktienmärkte eben mit nach oben. Aber die Frage ist, wie nachhaltig ist das angesichts dieser Projektionen, die wir hier sehen? Das sind nämlich die Projektionen, wie es mit der US-Wirtschaft weitergeht im zweiten Quartal. Die beste Schätzung, die geringste Schätzung in Sachen Rückgang, in Sachen negativen BIP ist die von Bloomberg mit -9,0%. Capital Economics und Goldman Sachs dagegen mit -34% und -40% am anderen Ende der Skala. Das wird Donald Trump nicht wegtweeten können, eher unwahrscheinlich. Ich hatte vorhin schon gesagt, wenn der Ölpreis steigt, dann ist das gut, vor allem für diese hochverschuldeten Firmen, vor allem in den USA. Aber schauen wir uns mal an, welche Firmen in den USA eigentlich ein Cash-Defizit haben. Die haben also massive Probleme. Da findet sich eine ExxonMobil, da finden sich eine Carnival, also dieses Kreuzfahrtunternehmen, da findet sich eine Kinder Morgan, eine Norwegian Cruise. Also praktisch Tourismus und Energiesektor, das sind die Bereiche, die ohnehin schon Probleme haben. Das Coronavirus und die Folgen deckt im Prinzip ja nur auf, wer vorher wirklich nackt gebadet hat. Das ist sozusagen jetzt die Ebbe, die dann zeigt, wer hier ohne Badehose unterwegs war. Und genau das ist das Problem. Schauen wir uns mal diese Grafik an, hier auch in Deutschland. Da ist einiges am Start. Wir sehen, dass es auch hier die vorher schon Schwachen sind, die jetzt in Schwierigkeiten kommen. Die haben entweder direkt Insolvenz angemeldet oder praktisch eine Vorstufe von Insolvenz. Da ist Vapiano dabei, läuft eh schon seit Jahren schlecht. Maredo, Steakhouse, Esprit, Modekonzern, Kaufhof Karstadt. Die Lawine beginnt zu rollen, wie wir hier bei Finanzmarktwelt getitelt haben. Also
Das ist der erste Anfang und es trifft zunächst die Schwachen, die ohnehin schon sozusagen Zombies waren, die kriegen jetzt massive Probleme. Ist das jetzt der Boden? Ist das jetzt die Trendwende bei den Aktienmärkten? Wenn wir auf Ottavio Costa hören, einen sehr guten Analysten, dann ist das eher nicht der Fall. Wir sehen, dass Aktienmärkte dann praktisch ihren Boden ausbilden, wenn die Stimmung, wenn das Konsumentenvertrauen ganz, ganz am Boden ist. Und jetzt sehen Sie in der Everything Bubble, da sind wir im Konsumentenvertrauen gerade mal vom Top ein bisschen runtergekommen. Also das wird schwierig hier mit dem Boden, mit der Bodenbildung. Schauen wir uns auch mal diese Grafik an, die ich Ihnen vielleicht mal hier ein bisschen rüberschiebe. Das ist eben jetzt ein anderes Thema, aber das Thema, das die Märkte natürlich massiv beschäftigt, das sind nämlich die Zahl der neuen Toten oder der täglichen Toten durch das Coronavirus. Und wir sehen, dass das weltweit massiv nach oben geht. Und solange das so ist und vor allem in den USA so ist, ist es eben auch schwierig, hier wirklich eine Trendwende reinzukriegen. Schauen wir uns doch mal an, was hier vielleicht noch von Interesse sein kann, was heute und übergeordnet passiert ist. Wir haben hier in Sachen Coronavirus Aussagen von Dr. Fauci praktisch, der Seuchenexperte der USA schlechthin, der gesagt hat, es ist unglaublich seltsam, dieses Coronavirus, das löst bei den Patienten ganz verschiedene Symptome aus, die unterscheiden sich so radikal. Und er sagt, ich bin jetzt 50 Jahre im Bereich Seuchen unterwegs und sowas habe ich noch nie gesehen. Es gibt jetzt auch Meldungen, wonach selbst bei Corona-Infizierten jeder dritte Test negativ ausfällt. Also auch die Tests sind möglicherweise nicht hundertprozentig zuverlässig. Das könnte noch ein großes Thema werden. Und wenn wir von Corona-Toten sprechen, dann sollten wir vielleicht auch von dem großartigen Jazzmusiker Elis Marsalis sprechen, der an Corona verstorben ist heute. Elis Marsalis, ja, der Vater von Wynton Marsalis, Branford Marsalis, wer sich mit Jazz ein bisschen beschäftigt, ganz, ganz großartige Musiker. Und man sollte eben den Toten auch ein Gesicht geben. Man sollte zeigen auch, dass in New York zum Beispiel wirklich gespenstische Ruhe herrscht. Das ist eine Aufnahme vom Times Square in New York, sonst ja ein praktisch ein Wuselort ohne Ende, 9.39 Uhr vormittags Ortszeit und man sieht fast niemand auf der Straße. Das ist schon krass. Wenn man mal guckt, was die Amerikaner so treiben, wer hält sich eigentlich an diese Reisebeschränkungen, an Kontaktsperren, dann sehen wir hier die roten Bereiche, die halten sich eher nicht dran. Die bewegen sich, wie man anhand von Mobilfunkdaten zeigen kann, bewegen sich weiter relativ viel. Das ist der mittlere Westen, also Trumpland, wenn man so will. Und das ist dann auch der Südwesten. Da ist es offenkundig ein bisschen schwieriger, sich zu diszipliniert zu verhalten, während die Westküste und die Ostküste doch relativ diese Dinge einhalten. Was wird jetzt passieren mit dem Dollar? Diese Frage hatte ich kürzlich schon mal gestellt. Und wenn wir uns mal Krisen anschauen, wie Nordea das gemacht hat in der vergangenen Zeit, dann sieht man, dass in einer Krise der Dollar erstmal steigt, weil alle eben riesige Dollar-Liquiditätsprobleme haben. Man ist in Dollar verschuldet, die nicht aus dem Dollarraum kommen, die haben sich Dollarkredite gegönnt und müssen jetzt irgendwie versuchen, Dollarliquidität zu erreichen. Normalerweise ist aber, wenn die Krise dann vorbei ist, Dollarschwäche angesagt. Also es ist vielleicht das letzte Hurra des Dollars, das wir jetzt sehen, denn die Verschuldung geht ja auch massiv nach oben und wir erleben jetzt insgesamt ja in dieser Corona-Krise den relativen Abstieg des Westens im Vergleich zu Asien und es ist vor allem die Supermacht USA, die sozusagen am plastischsten, am symbolischsten jetzt gerade absteigt, deren Gesundheitssystem schon jetzt maßlos überfordert ist, in einer Situation, die andere scheinbar besser bewältigt haben. Jetzt sehen wir, dass zum Beispiel die Ausländer, das ist das Thema nochmal mit der Dollar-Liquidität, dass die Treasuries, die sozusagen bei der Fed gehalten werden, die Fed verwahrt im Prinzip die Staatsanleihen, die Ausländer kaufen. Und wir sehen das Portfolio oder das, was an Staatsanleihen von der Fed für Ausländer gehalten wird, das ist deutlich, deutlich zurückgegangen. Das zeigt, wie stark der Dollarbedarf derzeit ist. Ich wollte dann nochmal eine persönliche Message geben. Ich hatte ja, wie Sie wissen, Tonprobleme. Und dann hat sich Philipp, ein Tontechniker aus der Schweiz, gemeldet und hat gesagt, Mensch, kann ich dir helfen? Und hat mir geholfen, unglaublich nett, hat wahnsinnig viel Zeit investiert und hat gesagt, ja, ich habe jetzt Zeit. Also kann ich dir auch helfen? Das sind so Gesten der Solidarität, Gesten der Hilfe. Dann habe ich ihn später gefragt, ja, wie schaut es denn eigentlich bei dir jetzt aus, Philipp?
Bist du betroffen jetzt von dieser Corona-Krise? Sagt ihr, ja, wir sind komplett alles weggebrochen, weil ich vor allem Tontechniker im Veranstaltungsbereich bin. Und da ist jetzt alles erstmal komplett natürlich abgesagt. Das zeigte, dass hier Leute einfach solidarisch sind, dass sie helfen, dass sie irgendwie anderen helfen in einer Situation, die für sie selbst sehr, sehr schwierig ist. Deswegen möchte ich mich bei Philipp ganz herzlich bedanken. Ich grüße dich und danke dir. Und jetzt abschließend noch ein paar Charts, bevor wir zum Ende kommen. Was wir hier sehen, das ist der Dow Jones Index mit 21.222 Punkten. Charts, Sie wissen, von Capital.com. Wir sehen, dass der DAX sich auch ein bisschen erholen kann, 9.565. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,0843, nach wie vor Dollarstärke. Kein gutes Zeichen nach meiner Auffassung. Normalerweise müsste der Dollar schwächer werden, wenn jetzt wirklich Risk-On wieder angesagt ist. Wir haben Gold, das dagegen steigen kann, ein bisschen 1610, und das amerikanische Crude Oil, das teilweise 40% gestiegen war heute. Gut, wenn man ein bisschen wenig auf der Brust hat in Sachen Nominalzahlen, dann ist natürlich ein prozentualer Anstieg leichter zu machen. Eben von 20 auf zum Beispiel 28 ist prozentual eben deutlich mehr als von 100 mal eben auf 180 zu steigen. Also das sind ein paar Dinge, die natürlich hier bedenkenswert sind. Natürlich ist es erstmal eine Erleichterung, auch für die Aktienmärkte, wenn der Ölpreis ein bisschen sich stabilisiert, ein bisschen wieder steigt. Aber die Bärenmarkt-Rallye ist vielleicht jetzt wieder ein bisschen aktiv. Wir haben den Absturz bei Ölpreis wie auch bei den Aktienmärkten jetzt erstmal vermieden. Aber die nächsten zwei Wochen werden harte Wochen. Da glaube ich, kein Prophet sein zu müssen, um das zu sehen. Also, meine Damen und Herren, jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Feierabend und Sorge. Servus und ciao.